schön. Die haben echt ein tolles Intro. Oh, sweet. Oh, ich muss rülpsen. Ich habe gerade eben fein Sprudel getrunken, weil es ist so warm. Es ist einfach nur warm draußen und hier drinnen auch und überhaupt. Und so, was wollte ich hier nochmal die vorgegebenen Monster erledigen? Ach, nur noch 4 von 5? Hä? Achso, das war der letzte. War das ja witzig. Dann werde ich mal hier so entlang gackeiern. Und vielleicht komme ich hier da nochmal irgendwie hin oder so. Einfach nur so aus Neugierde, was hier noch so rumkreucht, fleucht. Ist das so anstrengend. Schön Vogelgezwitscher im Hintergrund. Okay, das sieht aus, als wäre ich hier noch nicht gewesen. Oh. Okay. Gut, das ist einer der Schnellste, den ich habe. Es wäre sehr freundlich, wenn du dich in die andere Richtung drehst. Einfach nur weil. Ah, okay, macht er auch. Sehr nett. Krabben könnte ich wahrscheinlich mit Schnellfinish plätten, oder? Wie war denn das nochmal mit diesem Tigrex? Das war so ein spezielles Quest. Es war aber ein ganz normaler Schnelligkeits... oder? War kein Stärke-Monsti, so wie beim Brachial-Tigrex. Ich meine... Ist er Elektro? Boah, keine Ahnung. Weg damit. かけるぞ。
Ah, ich hätte schnell Finish machen können. Also. Hatte ich mit dir das schon mal mir angeguckt? Mit einem Elefanten auf jeden Fall, mit dem anderen weiß ich gar nicht, ob das jetzt unterscheidet. Oh ja, und wie es sich unterscheidet. Sehr geil. Hoppt aber so einen halben Planeten unter sich weg und ditcht den so ein bisschen jemanden aufs Hirn. Das andere ist zwar cooler, weil es im Moment so die Ruhe vor der Lawine, das ist schon cool. Aber das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Auch wenn's. Ja. Wow. Ein bisschen übertrieben, ne? Ach ne, Blödsinn hier. Ah, da hinten. So, wie war denn das jetzt? Wenn dann nur hier oben. Den habe ich ja noch nicht, ne? Nee. Nee. Hä? Ah, da. Ah, er ist schwach gegen Elektro. Ach so, okay. Ich dachte, er wäre Elektro. Weil er so ein bisschen, ja, pulsierend aussieht. Das Messerchen hatte ich noch nicht dran. Messer und Hammer. Okay, Schwäche Elektro. Ich mache erstmal meine Rüstung. Und zwar das da. Hammerfokus, das ist gut. Oh, Hammerfokus 4. Bindungsfähigkeit, Konfrontations. Boah. Ja, machen wir Bindungsfähigkeit. Okay, also Hammer. Elektro. Hier. Dann nehmen wir auch Elektro, auch wenn wir es nicht brauchen wahrscheinlich. 148. Da ist Verteidigung ein bisschen besser. Ja, komm, wir brauchen das Ding halt nicht. Dann können wir auch was. Achso, hier. 7%, sehr schön. Was immer da? Kritische Bin. Ja, komm. Nimm. Nimm. Gut. 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 Gehen wir davon aus, es ist ein Schnelligkeitsmonster. Gehen wir einfach mal davon aus. Hab ich überhaupt ein Elektro? Glaub nicht, ne? Ich hatte mehr so Körper und Feuer und so ein Zeugs. Ah, ne. Eis hatte ich auch noch bei. Ist aber keiner empfindlich gegen Körperattacken, von daher ist es wurscht. So, 325 und hier überkommt es erstmal. So, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ausgespannt. Witzig, es wäre wieder viel, viel wirksamer, wenn ich ihm eine Bombe unter die Nase schieb. Ach, jetzt macht er auch noch eine Kampfattacke. Oh no, echt jetzt? Er ist ein Krafti. Aha.
shit. Ja, super. Gut, nehmen wir den Golligen. Wird noch nicht sauer. Oh, doch. Irgendwas macht er jetzt. Weiß der Geier was. Ja. Das Felslähmer. So wenig viel ab. Okay, jetzt wird er sauer. Das ist, trifft sich sehr gut, dass ich jetzt die Kinship mache, weil ich ja sowieso nicht weiß, was er tut. Ja. Er hätte Geschwindigkeit gemacht. Aha. Was macht er denn jetzt, bitteschön? Das was? Ist mir egal, was du tust. Teil abgebrochen! Dachte noch so schön, oh, das hat auch gar nicht viel abge... Und dann, doch. Hat er eine vergiftet? Oh ne, er brennt schon. Ich dachte, er kann beides, vergiften und verbrennen gleichzeitig. Das wäre ganz nett gewesen. Oh, bin überhaupt nicht gierig oder so? Nein. So, er ist aber nämlich stinkig. Das heißt, er macht jetzt wieder... normale denke ich doch, oder? Ja. Kinship ist voll, ne? Es blinkt. Ja, 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 ja. Ja gut, okay. Der macht Technik und ich habe jetzt keine Lust, dem was anderes zu befehlen. Also machen wir jetzt einfach die Rhydon. Pff. 狙い通りだ。
Knallerbsen-Pups. Der ist ja doch vergiftet und brennt gleichzeitig. Das ist ja geil. Okay, er hat mich im Visier und er macht Geschwindigkeitsattacke und keiner hilft. Das ist, ja, ungünstig. Wieso macht der auf einem jetzt doch? Der hatte doch eben noch Geschwindigkeit. Muss ich nicht verstehen, oder? Boah, okay. Wurscht. Durchs Gift doch ein bisschen. Ach ne, brennen ist nicht mehr. Aha. Okay, jetzt ist er wieder normal. Dann nehmen wir wieder meinen. Da wird es wahrscheinlich nichts mehr mit der Kinship, aber egal. Gelände. Von dir hätte ich gerne auch noch eine, also so nebenbei, so irgendwie so, wenn du Zeit hast. Jajajaj. So, da hinten war noch einer zum Schnellfinischen, irgend so ein Leviathan. Die Abweichmonster haben ihren Nahen alle Ehre gemacht. Was? War kurz echt hart. Lass uns zu Feline zurückgehen. Nee. Da hinten irgendwo war da noch so einer, oder? Da. Ach so, nee, der ist ja ganz normal rosa. Der andere, der, von dem hätte ich ja noch Loot gebraucht, glaube ich, ne? Na, wurscht. Erwurscht. So, hab ich irgendein Monster, das tatsächlich Monster suchen, genau. Du bist. Haben wir noch irgendwo? Jedenfalls nicht in der Nähe. Ein paar Pilze hätten wir noch. So. Und back to Droz. Ich bin mal gespannt, jetzt kommt wahrscheinlich als fetter Endgegner kommt irgendwann auch noch so ein besonderes Monster, so ein Abweichvieh, hä? Wenn wir gleich mal schabeischen.
falls ich mich doch noch mal ummodeln muss. Guten Tag, der Herr. Guten Tag, die Miets. Ja, weiter. Kurz, knapp, bündig. So, ist das jetzt die letzte Zone? Weil Zone 10 klingt eher nach letzter Zone, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es halt Zone... Okay, das sieht aus, als gäbe es doch mehr als 9. Ah! Spürt das ich spüre, dass irgendwas irres Starkes auf uns lauert. Aber wir haben es bis hierher geschafft. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Tigrex. Das wird Aua machen. Achso, ja, das wäre. Da komme ich her. So, was du wolle. Und wieder so ein Fass. Fasskatze. Du hast alle Prüfungen geschafft? Ich halte mein Wort und lasse dich durch. Ich wusste, der Tag würde kommen. Hier hausen die Räuber, die an der Spitze alles Lebenden stehen. Erlege die Zielmionster. Sie sind eine entsetzliche Naturgewalt, die alle schwächeren Kreaturen unterwirft. Wir müssen uns der Naturordnung fügen. Aber wenn du es wagen möchtest, dich zu widersetzen, halten wir dich nicht auf, Kollegin. Wir werden es nicht nur versuchen, sondern siegen. Mit der Macht der Bindung schaffen wir alles. Wir sind soweit gekommen und hören nicht auf. Stimmt's, Partnerin? Wir zeigen allen, dass wir... Oh Gott, oh Gott. Die vorgegebenen Monster erledigen. Ach du Scheibenleister. Also so ein Brachial-Tigrex ist ein Feuer. Ne? Der ist Feuer, oder? Ich meine, ich habe doch so einen. Ach nee, Quatsch. Das ist er ja. Er ist doch normaler Körper. Wasserattacken sind am besten gegen ihn. Okay, habe ich natürlich nicht dabei. Warum auch? Was war denn der Feuer? Tigrex, was war denn das für einer? So einen habe ich doch, so ein Feuer-Tigrex, oder? Magma-Tigrex. Ne, den habe ich glaube ich nicht. Kann nicht in seinen Bau zurückgetrieben werden. Ja, das heißt aber noch lange nicht, dass es keine Eier gibt. Von dem anderen Viechkram da kann man auch angeblich keinen in den Bau zurück. Hier kann man auch nicht in den Bau zurücktreiben. Trotzdem habe ich ein Ei. Von daher, das ist ja eine richtig tolle Info. Also so richtig doll. So richtig doll nutzlos, würde ich mal sagen. Ah, hier. Hm.
ich den. Nee. Ich dachte, ich hätte vielleicht den Schleicher dabei, aber. Okay, da ist er. Erstmal den wegputzen, beziehungsweise sein Gefolge, und dann gucke ich mal, ob ich tatsächlich. Ach, Schnellfinish! Da könnte ich mich ja umgucken. Habe ich an dem eigentlich schon alles wegge. Ja, okay. Gut, gut, gut. Dann kommt auch nichts anderes nach. Ich meine, bei ihm war es tatsächlich doch so der Fall, dass, wenn man auf ihn getroffen ist, dass dann plötzlich mitten im Kampf irgendein anderes Vieh dazu kam. Und wollte ein bisschen mitmischen. So wie ein Superinfekt, ne? Wenn du die Grippe hast und du bist sowieso schon so kurz vor, ich hab keinen Bock mehr. Also wenn der Körper sagt, nee, also du, also nee. Und dann kommen dann noch Bakterien hinzu und sagen sich, geil, da gibt's eine Virenparty, wir machen mit. Ja, ganz toll. So ungefähr ist das mit dem Brachial-Tigrex. Dann kommt dann irgend so ein Basil Geus oder wie der heißt und meint dann auch, er müsste noch ein bisschen drauf rumreiten. Wie ist denn das hier für ein komischer. Die sind Geschwindigkeit, mein ich. Die hässlichen kleinen Schlänkchen. Also die sind nicht hässlich, aber die sind eklig. Ah, Schnellfinish. Okay. Ja, machen wir auch, machen wir auch, machen wir auch. Das ist verdächtig einfach. Zap, zap. Das ist die höchste Zone. Und bis jetzt, ja. Verdächtig einfach. Was zum Geier? Den habe ich mal in irgendeinem Nest gesehen. What the heck are you? Er sieht ja geil aus. Bulle mit Gorilla gepaart irgendwie, ne? Also wie gesagt, manche hatten hier ganz merkwürdige Fantasien in diesem Spiel. Er will unbedingt einen Kraftangriff machen. Also er würde mir jetzt ehrlich gesagt mehr nach Kraft aussehen, statt nach Geschwindigkeit, aber. Nach Taktik, aber. Technik. Technik, Taktik. Ja, du weißt schon, was jetzt mein Menschen, Kinder. Jo, jo. Ein Rajang. Cool. Cool. So, machen wir halt mal, ne? Und da der Ecklein. Okay. Er ist schon ein bisschen fetzig irgendwo. Und mein Schnucki macht alles Mögliche, nur nicht das, was er ist. Also er macht jetzt Geschwindigkeit, obwohl er ein Techniker ist. Ich lasse ihn jetzt einfach mal tun, weil ich habe auch keinen Plan. Hat schon ein bisschen irren Blick, ne? Also. Gut, er hat mich im Visier. Das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Krafti, aha. Raus.
Sag mal, geht die Sonne gerade unter oder warum sieht das hier alles so komisch aus? Oha. Scharf. Das ist ja cool. Ich mag's, wenn's leuchtet. Der macht Kraft. Macht der jetzt einen Technikangriff? Ich vertraue dir mal. Oh. Kraft-Kombo. Was macht der denn da? Ui, ui, ui. Eie. Leichtes Geräusch wie ein Pferd, wenn es sich aufregt, ne? So dieses räuspernde Wiehern. Ich finde das cool, dass da irgendeiner mit einem Aufnahmegerät einfach mal über einen Bauernhof gelatscht ist. Wow. Heftig. Okay, wir sind wieder. Warum macht der jetzt Kraft? Er ist selbst ein Wasser. Wasservieh. Wasserbüffel, ne? Kann ja sein. Okay. Also die Ulti von der Goldenen sieht definitiv cooler aus als die von der, was war das, Cyan? Die Pinkner jedenfalls. Okay, ich muss meinem Kollegen noch helfen.
Gott, geht da schnell die Kinship hoch. Okay, das wird Aua machen. Technik. Weiß ja gar nichts von. Oh, okay. Trank. Yeah. Was bist du eigentlich für... du bist nur schwach gegenüber. Die sind eigentlich... Er ist eigentlich noch der Stärkste. Oh gut, der hier eigentlich, aber... Na, was soll's. Vielleicht macht er ja eine Technikattacke, ich weiß es nicht. Dann kann er sich wenigstens wehren. Ich mache mir hier einen uralten Trank drauf und dann kommen hier der Restwurpel sein. Jawoll. Es wird meinem wahrscheinlich doch ein bisschen arg viel abziehen, aber das ist egal. Dusch. Ja, Hälfte. Donnerspalt. Donnerkiesel. Das hätte ihn vielleicht so gar nicht alles gerobbt, wenn er voll gewesen wäre mit Punkten, ne? Jetzt macht er schon wieder. Der macht eine Technikattacke, süß. Ne, warte ich nochmal. Er sabbert. Na also, wird auch Zeit, Leute. Also, ne? Oh, macht schon wieder Fokuskraft. Komm, 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 komm. Lass. Bleibst du mal liegen, Mensch. Sing ihm ein Schlaflied. Der will einfach nicht umfallen. So, bevor er nicht stinkig wird, brauche ich auch da nicht großartig Herz drauf zu klatschen. Oder uralten Trank, besser gesagt. Da ist er nicht so wahnsinnig gefährlich. Erst wenn er anfängt zu leuchten, dann wird es kritisch. Ja, bleib schnicke. Von mir aus könnte er nur aufstehen und zurücklatschen, ne? Aber Hauptsache hier Finish. Heieiei. Der war ja krass. Er sieht ja nach nichts aus, ne? Aber wenn er stinkig wird, hübschi. So. Gut. Was haben wir dann hier? Noch so ein. Ja. Ja, 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 ja. Okay.
Okay, ist aber nur Blümchen da hinten, gut. Nichts, was ich verpasse. Weißer Monobloss. Der war, glaub, stärker und fängt mit Geschwindigkeit an. Oder sind das die Diablos, die so sich nicht ans Drehbuch halten? Ach Gott, was soll's? Nee, warte mal, ich hab doch einen. Ach nee, Diablos habe ich dabei. Der ist empfindlich gegenüber Eis. Das weiß ich noch, weil ich den König da ständig gepiesackt habe. Der ist auch ein ganz normaler. Ja, Körperattacke. Ich könnte schnell. Ja, gut, dann lassen wir uns mal breitschlagen. Wenn sein muss. Elektro. Okay. Ja, okay, macht Sinn, macht Sinn. Aber der hat doch blau gespauzt bei der Konfrontation. Spauzen sie da nicht gelb? Jawohl. Nee, nicht unbedingt, ne? Ja, wurscht. Gut, kann ich die zum Bau zurück. Ja, das heißt noch gar nichts. Das heißt noch gar nichts. So, von den Viechern. Fehlt mir jetzt noch einer. Also wenn ich Glück habe, werde ich hier noch so einen treffen, oder? So, hier ist alles schon. Ah ne, hier sind sogar noch zwei. Okay. Also zwei, drei. Ja, hier auch noch. Hier ist auch noch einer. Vier Stück, die ich noch nicht gesehen habe. Fünf Stück sogar. Hä? Hä? Nummer 1? Wieso Nummer... Hä? Hab ich von denen schon mal eine Sterne gesehen? Scheint nicht. Das wird der sein, ne? Jo, ich glaube, das wird so einer sein. Jo, vermutlich. Wenn jetzt auch egal. Gut, wo lade ich den hin? Hier hoch. Jo, gehen wir als erstes. Jo. So, wie komme ich denn nochmal hoch?
Pferdchen. Gegen den habe ich ja schon mal gewonnen. Habe ich aber kein iPhone. Ich war ja schon sehr überrascht, dass ich überhaupt ein iPhone dem bekomme. Das war ja überaus nicht geplant. Ich habe hier einen blauen. Einen dunkelblauen. Der ist schnell, der ist schnell. Aber nicht schnell genug. Nicht schnell genug. Lalala. Du bist ein Elektro, ne? Ach, bist ein Eis. Ich glaube, ich habe jetzt nur Eis. Ja, ich habe nur Eis. Na, egal. Wurscht. Und natürlich kein Schnellfinish. Hahaha, lustig. So. Ich gehe mal davon aus, du bist ein Schnelligkeitsmonsti. Und mein Kollege hat auch die richtige Idee. Ist wurscht, auf was wir draufkloppen. Das wird längere Sache, so wie ich das sehe. Ach, du hast das Richtige mit Feuer. Das ist sehr schön. Er macht einen Technikangriff, meinst du? Gut. Oh, das lag schön. Ich weiß es gar nicht. Ist mein Enter eigentlich empfindlich gegenüber Elektro? Sieht so aus. Und es fühlt sich aber auf. Sehr schön. Blatt machen, Blatt machen, Blatt machen. Wie er sich schüttelt, als wäre es nichts. Macht Technik, ne? Der ist empfindlich gegenüber Eis, der nicht, dann nehmen wir den. Auch wenn er selbst Eis ist, wurscht. Oh Mann, das wird eine ganz, ganz lange Sache. Hä? Warum hast du nur Geschwindigkeit? Was soll denn das? Noch stinkig, warum machst du jetzt Technik? Okay, der wird sich ja hoffentlich durch die Kindschiff wieder selbst heilen. Und du... Na ja, gut, du darfst eigentlich auch tun, was du willst. Jetzt hat er sich aber wieder abgeregt, ne? Ich hab doch Hammer,
Hammerbonus oder irgendwas, oder? Ja. Zwei Hörnchen gegeneinander. Sitzt rum und schwitzt vom Nixtun. Ach, der Blacky habe ich dabei. Gar nicht gewusst. So, jetzt aber, ne? Parallelschuss macht der. Oh oh, Schippe, 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 der macht Geschwindigkeit. Komm, nimm ihm den Rest, nimm ihm den Rest, komm. Ah, nee, doch nicht. Scheint besser. Yikes. Zäpfelchen! Oh, der Blitz, das ganze. Der ganze Bildrand hat eben gezappelt. Als wäre der Film im Filmprojektor gerade eben flöten gegangen. Sehr nett. So, wir haben da irgendwie Viehkram hinter uns, ne? Das sind alles Techniker. So, werden wir noch ein bisschen hier säubern. Was haben wir denn hier? So, Kreuzschmerzen haben wir, so wie es ausschaut.
Rücken. Rücken haben wir. So, gehen wir mal noch die da kloppen.